Genau, also Digitalisierung im Werkzeugbau ist das Thema für heute. Ich habe es auch ein kleines bisschen an dem Begriff industrielle Einzelteilfertigung im Zeitalter der Digitalisierung aufgehangen. Ein Thema, mit dem ich mich jetzt schon relativ lang befasse. Wir haben im Jahr 2015 beim VDWF auch einen Arbeitskreis initiiert zum Thema Werkzeugbau 4.0. Herauszuarbeiten, was ist denn für die Branche überhaupt praktikabel, was ist weniger praktikabel, wie sieht ein sinnvoller Einstieg aus, was brauchen wir denn da dafür? Und da möchte ich jetzt heute einfach nochmal einen kleinen Einblick drin geben. Ich muss ein paar Grundlagen am Anfang, das geht ganz schnell, und dann werden wir über die vier Handlungsfelder drüber gehen und werden natürlich auch ein paar Beispiele, einen Auszug von Beispielen zeigen, die sich relativ einfach und auch gut realisieren lassen. Was heißt Digitalisierung im Werkzeugbau? Da steckt sehr viel drin. Ja, auch das zeigt die Erkenntnis und die Erfahrung aus den letzten Jahren. Es ist kein Produkt, das man kaufen kann und irgendwo drüber stülpen kann, sondern es ist immer unternehmensspezifisch. Das heißt, ich brauche eine unternehmensspezifische Lösung und eine Philosophie dazu. Aber wichtig zu wissen ist, dass man auch mal sieht, wie vielschichtig das eigentlich ist, was da alles dazugehört. Also haben wir zum einen, wenn man mal in das Bild reinschaut, da kann man sehr viel rauslesen. Da sehen wir natürlich, alles, was irgendwie mit Technologie zu tun hat, steckt mit dabei drin. Softwaresysteme spielen eine wichtige Rolle. Aber genauso auch natürlich eine Automation. Auch die kommt im Bereich der Digitalisierung vor. Dann das ganze Thema Intelligenz, Datenverarbeitung. Im Weiteren natürlich auch Richtung hinsichtlich künstliche Intelligenz. Das ganze Thema Datenerfassung ist, denke ich, auch ein Kernmerkmal der Digitalisierung. Und dann haben wir vor allem einen ganz, ganz wichtigen Faktor dabei, das sind die Menschen, die man natürlich auch dazu bringen muss, das zu verstehen. Und wenn man dann das gesamte Bild betrachtet, dann haben wir natürlich über alles, dass genau diese Dinge sinnvoll zusammenarbeiten, dass die Dinge, die ich gerade eben angesprochen habe, auch alle miteinander vernetzt sind. Ursprünglich kommt der Begriff, der heute gar nicht mehr so häufig verwendet wird, aber das war der Initial, das ist diese Industrie 4.0. Wo kam das her? Das ist ein Begriff, den auch die Bundesregierung damals geprägt hat. Einfach aus dem Grund raus, dass die Bundesregierung natürlich weiß, dass die Produktionsbranche in Deutschland, da gehört der Werkzeugmodell und Formenbau auch mit dazu, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bildet. Und für sich auch erkannt hat, hoppla, ich glaube, da verlieren wir irgendwie den Anschluss oder da hinken wir ein bisschen hinterher. Das heißt, wir brauchen was, wo wir das ganze Thema ein bisschen mehr pushen. Wir haben dann diese Initiative Industrie 4.0 ins Leben gerufen, das vielleicht auch ein bisschen ein Marketingbegriff ist, aber einfach auch dort mit aller Macht, auch mit viel Fördergeldern reinzubringen, um die Unternehmen darauf aufmerksam zu machen, hey, wir müssen hier was tun, weil sonst verlieren wir den Anschluss. Und hat das Ganze natürlich auch in ein paar Zielsetzungen geknüpft. Also was, da verspricht man sich ja was davon, wenn man sowas initiiert oder wenn man sowas aufbaut. Und auch da noch einen kleinen Einblick. Auch das kann man aus diesem Bild rauslesen. Ganz klar, man möchte die Effizienz steigern. Effizienz steigern heißt, den Aufwand pro Bauteil zu reduzieren, um dadurch wettbewerbsfähiger anbieten zu können. Wir möchten kurze Durchlaufzeiten realisieren. Kurze Durchlaufzeiten, schnelle Liefertermine, mehr Flexibilität. Wir haben es hier unten auch nochmal, hängt sehr stark mit dem mitentscheidenden Kriterium bei der Auftragsvergabe zusammen. Wann bist du denn lieferfähig? Dann haben wir das ganze Thema hier auch wieder mit den Mitarbeitern. Eigenverantwortliche Mitarbeiter hervorzuheben. Und dann, was man hier unten auch sieht, was mit dieser Digitalisierung auch einhergeht, einfach neue Geschäfte, die Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Und das gilt genauso auch für uns im Modell Formen und Werkzeugbau. Die, die bei meinen Vorträgen schon ab und zu mal dabei waren, kennen dieses Bild. Es gibt immer vier Handlungsfelder, mit denen wir uns befassen wollen, wenn wir was angehen. Das Gleiche gilt auch für die Digitalisierung. Wir haben diese vier Handlungsfelder, Strategie, Prozesse, wir haben die Produkte, die dazu beitragen und wir haben natürlich auch diesen Faktor Mensch mit da drin. Und ich möchte zu allen vier heute auch ein kleines bisschen was sagen, im übertragenen Sinne natürlich auf die Digitalisierung. Steigen wir im Handlungsfeld Strategie ein. Das gesamte Digitalisierungskonzept eines Unternehmens basiert auf der Vision und auf der strategischen Ausrichtung von dem Unternehmen. Das heißt, die Voraussetzung dafür ist, dass ich das weiß, wo ich hin möchte. Weil nur dann bin ich auch in der Lage, den Nutzen zu erkennen für mich. Was hilft mir denn die Digitalisierung? Welchen Nutzen habe ich von der Digitalisierung und welchen Nutzen haben denn meine Kunden,
wenn ich mich mehr digitalisiere? Das sind zwei grundlegende Fragen, die man sich beantworten muss. Und wenn man die sich beantworten kann und man weiß, wo man hin möchte, dann ist man auch in der Lage, ein Konzept zu erstellen, das unternehmensspezifisch, ich habe es am Anfang mal erwähnt, wo möchte ich denn mit der Digitalisierung überhaupt hin? Und dann ist es natürlich auch klar, dass das Ganze nicht einfach so nebenher passiert, sondern das erfordert Ressourcen, das erfordert auch die notwendige Priorität, weil sonst geht es wirklich im Tagesgeschäft runter. Und von daher ist im Handlungsfeld Strategie ein Punkt ganz wichtig, wo ist die Maus hier, es ist ein ganz klares Chefthema. Und es beginnt auf der Chefetage. Und solange die Chefetage kein Bekenntnis dazu gegeben hat und nicht klar das auch mit einer entsprechenden Priorität und Notwendigkeit untermalt, dann wird das ganze Thema nichts. Also das heißt, dass es jetzt irgendwie ein Fertigungsleiter oder ein Leiter mechanische Fertigung oder ein Konstruktionsleiter so nebenher macht, das können wir uns alle vorstellen, dass das nicht wirklich funktioniert, sondern dann ist es irgendwie Stückwerk und nicht konsequent in der Sache. Kommen wir zum zweiten Handlungsfeld, das Handlungsfeld Mensch. Dort leben wir heute in einem Spannungsfeld. Genau, also die Menschen, jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, die denken durch Digitalisierung, durch Automatisierung, da habe ich Angst um meinen Arbeitsplatz. Dann haben wir das ganze Thema Veränderungsprozess, da haben wir auch schon drüber geredet. Mit der Digitalisierung geht Veränderung einher. Ich bin nicht wirklich verändert. Wie sieht mein Zukunft? Ich möchte mich nicht wirklich verändern. Wie sieht denn überhaupt mein zukünftiges Arbeitsgebiet aus? Dann das ganze Thema veränderungswillig, weniger veränderungswillig, moderne Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die sich mehr mit dem ganzen Thema Digitalisierung, moderne Technologien befassen, welche, die da vielleicht eher ein bisschen Abstand dazu haben, konservativ gegen offen, Facharbeitermangel, der damit reinspielt. Also wir reden hier wirklich über ein Entspannungsfeld, das jedem Unternehmen klar sein muss, das geht nicht damit, das kriege ich nicht damit gelöst, indem ich einfach sage, so und jetzt führe ich eine Software ein oder jetzt kaufe ich eine Automation oder jetzt kaufe ich mir ein Augmented Reality Tool oder eine Virtual Reality Brille, dass ich keine Werkzeugabnahme mehr machen muss, damit wird das nicht funktionieren. Sondern mit diesem Handlungsfeld, das aus meiner Sicht eines der wichtigsten ist, die Menschen in dem Bereich Digitalisierung, dort geht's. Es ist ganz wichtig, dass man die Mitarbeiter von Anfang an mitnimmt, dass man offen und klar kommuniziert und transparent kommuniziert. Warum machen wir das? Was ist die Notwendigkeit dahinter? Welche Ziele verfolgen wir denn da damit? Welche Bedenken habt ihr denn dabei? Was können wir denn tun, um diesen Bedenken entgegenzuwirken? Den Mitarbeitern auch die Chance zu geben und in Aussicht zu stellen, dass wir personenspezifische oder bereichsspezifische Qualifizierungskonzepte aufbauen. Das Ziel, das natürlich damit einhergeht, und das kommt auch mit dem, ich habe es im Vortrag Veränderungsprozess auch schon gesagt, und das steht mit der Digitalisierung Hand in Hand, es ist, wir brauchen mehr Mitarbeiter, die eigenverantwortlich arbeiten. Denn mit den Tools, die Digitalisierung heute zur Verfügung stellt, werden die Mitarbeiter auch dazu aufgefordert, selber Entscheidungen zu treffen und eigenverantwortlich zu arbeiten. Das heißt, auch hier muss ich mir überlegen, wie komme ich vielleicht aus einem aufgabengesteuerten Unternehmen mehr in einen, vielleicht will es jetzt nicht übertreiben, aber ein agileres Unternehmen rein, mit einer agileren Struktur und vor allem mit mehr Eigenverantwortung. Und dann ist es natürlich wichtig, wenn ich sowas angehe, und das ist das, was die Mitarbeiter motiviert, ich muss schnell kleine Leuchttürme schaffen. Schnell kleine Leuchttürme schaffen bedeutet, kleinere Projekte zu definieren, das Ganze nicht zu groß anpacken, das, was schnell zum Erfolg führt. Und wenn man sieht, es funktioniert und es bringt uns tatsächlich voran, dann öffnen wir die Mitarbeiter und motivieren die Mitarbeiter, dort weiterzumachen und den nächsten Schritt zu gehen. Gehen wir weiter zum dritten Handlungsfeld. Handlungsfeld Prozesse. Was wollen wir im Unternehmen? Wir wollen alle, wenn wir jetzt über das Thema Effizienzzeit, über Effizienzsteigerung reden, über reduzierte Durchlaufzeiten, wir brauchen einen effizienten Fertigungsprozess. Das heißt, ich habe auf der einen Seite, entweder ich bin beratend schon mit im Boot oder aber ich bekomme von meinem Kunden das zu fertigende Bauteil und ich muss natürlich das Betriebsmittel dafür zu erzeugen, um das herzustellen. Das heißt, es beginnt ein Engineering-Prozess, in dem das Werkzeug konzipiert wird, in dem das Werkzeug entwickelt und konstruiert wird. Dann werden die Einzelteile abgeleitet, dann werden die Einzelteile, die ich brauche, um das Bauteil herzustellen, die ich nicht zukaufe, automatisiert gefertigt. Die kommen dann hinterher als nacharbeitsfreies Bauteil direkt von der Maschine runter. Ich habe die alle gesammelt in einer Kiste drin. Ich habe dann hinterher einen Lego-Plan, wo ich das Ding zusammenbauen muss und gehe danach in den Tryout. Das ist doch das, was wir uns alle wünschen und was die Zielsetzung dahinter steckt. Und in dem gesamten Zug, das ist möglich, zu einem gewissen Grad ist es möglich und
Was da ganz wichtig mit dabei drin ist, sind diese roten Bubbles, die jetzt hier auftauchen. Da komme ich jetzt nachher immer mal wieder noch dazu. Das heißt, ich muss mit sogenannten Wissensdatenbanken arbeiten. Ich muss mein Wissen managen und das geht, indem ich erprobte und funktionierende Vorgehensweise ablege, wiederverwende und das Unternehmenswissen ins Unternehmen verlagere und von den Mitarbeitern ein klein wenig wegnehme. Das heißt, dieses Wissensmanagement, das umfasst auch ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Das beginnt bei der Kalkulation, Konstruktion, natürlich über die gesamte Arbeitsplanung, die Fertigungsstrategien runter, über die Werkzeugdaten, über die Rüstlogik. Eine ganz, ganz wichtige Basis dafür ist die Standardisierung, das werden wir gleich nochmal sehen. Und dann natürlich ein Prozess im Wissensmanagement, dass ich das nicht nur einmal definiere und dann als Gesetz nehme, sondern dass das ein lernender Prozess wird. Das heißt, das, was gut ist, muss ich ja irgendwo auch gut behalten. Das, was nicht gut ist, muss ich so verbessern, dass es zukünftig besser wird. Das heißt, wir kommen dort natürlich in den Kreislauf rein. Und genau den Kreislauf, den möchte ich jetzt einmal vorstellen. Das heißt, wir haben hier in der Mitte zum Beispiel so eine Baugruppe, die ich herstellen möchte. Das geht los mit der Kalkulation. Die Kalkulation möchte ich idealerweise template-basiert machen. Damit ich das tun kann, brauche ich im Vorfeld eine gewisse Struktur. Ich brauche im Vorfeld eine Bauteilklassifizierung. Das heißt, diese Baugruppe oder dieses Produkt, das hinterher rauskommen muss, fällt in dieser Klassifizierung nach 2, 3 Merkmalen genau in diese Kategorie. Und auf Basis von dessen habe ich eine vorbereitete Struktur, wie ich das Produkt relativ automatisiert oder standardisiert, vor allem aber template-basiert kalkulieren kann. Nach der Kalkulation kommt dann hoffentlich der Auftrag und wenn der Auftrag da ist, dann möchte ich konstruieren. Und auf dieser im Vorfeld definierten Bauteilklassifizierung habe ich natürlich vorgefertigte Konstruktionsschablonen. So, und auch auf die möchte ich zurückgreifen. Wenn ich dann fertig konstruiert bin oder konstruiert habe, kommt als Ergebnis eine Stückliste raus. Diese Stückliste unterscheidet zwischen Teilen, die ich in der eigenen Fertigung herstelle und unterscheidet zwischen den Teilen, die ich mir irgendwie zukaufe. Die ich im eigenen Prozess herstelle, dort möchte ich natürlich, brauche ich einen Arbeitsplan. Also in welchen Arbeitsschritten wird denn dieses Produkt hergestellt? Auch den habe ich template-basiert und auch der passt natürlich wieder zu meiner Bauteilklassifizierung, die irgendwo hier oben steht, dann wieder zu meinen Einzelteilen, die da sind. Für die Eigenfertigungsteile geht es dann weiter, dass ich darauf meine Fertigungsstrategien erzeuge, meinen CAM-Programmierung in den verschiedenen CAM-Technologien auch drin. Auch die nutze ich natürlich template-basiert. Auch hier habe ich das alles vorbereitet und habe Schablonen im Hintergrund, die mir das relativ automatisiert erledigen. Als Ergebnis kommt raus ein komplett fertiges, zusammenhängendes NC-Programm. Es kommt raus, mit welchen Werkzeugen ich in welcher Zusammensetzung das an der Maschine bearbeiten möchte und idealerweise natürlich auch, wie ist das Bauteil auf der Maschine aufgespannt. Das Ganze wird dann im Maschinenkontext komplett simuliert. Simuliert wird es deshalb, damit das Ganze natürlich kollisionsfrei über die Maschine läuft und dass ich möglichst viele manuelle Laufzeiten auf der Maschine gewinne. Dann müssen, bevor es auf die Maschine geht, meine Werkzeuge noch vorbereitet werden. Genau so, wie es der Programmierer vorgegeben hat. Da habe ich dann ein Werkzeugmanagement. Vielen Firmen hemdsärmelig, in manchen Firmen mittlerweile auch über Software-Tools und moderne Software-Technologien unterstützt. Dann geht es auf die Maschinen, dort wird es bearbeitet. Dann kommen die Bauteile nacharbeitsfrei von der Maschine runter, dann wird es hinterher montiert und zwischengelagert. Da habe ich einen Logistikprozess noch mit drin und dann habe ich hinterher die Nachkalkulation. Und damit ich diese Nachkalkulation sinnvoll durchführen kann, muss ich natürlich an allen Stellen Kostenstellen bezogen meine Betriebsdaten und meine Maschinendaten erfassen. Dann bin ich in der Lage, auch meine Kalkulation mit meiner Nachkalkulation zu vergleichen und herauszufinden, an welcher Stellschraube hat denn wo was nicht passiert, um dann im Endeffekt auch meine Templates, die ich hier habe, Schritt für Schritt dann entsprechend auch zu optimieren. So, klar, das hört sich jetzt alles ein bisschen einfach an. In der Praxis ist es nicht so ganz trivial, das ist mir auch klar. Die Basis dafür, und das möchte ich nur mal herausstellen, ist wirklich ein klassisches Standardisierungskonzept, das mit einer Bauteilklassifizierung beginnt. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist auch noch gar kein großer vernetzter Prozess, sondern das ist eigentlich eine industrielle Einzelteilfertigung. Die Vernetzung kommt jetzt ins Spiel, dass ich alle Prozessschritte in Summe miteinander vernetze und jetzt kommen natürlich die unternehmensbegleitenden Systeme. Das heißt, wir haben hier jetzt über die Wertschöpfungsebene gesprochen. Wir haben dann im Unternehmen noch die Unternehmenssteuerungsebene, die Unternehmensleitebene. Meistens ist da, also nicht meistens, sondern da ist ein ERP-System im Normalfall im Einsatz. Und dazwischen, zwischen der Wertschöpfungsebene der äußeren Reihe
und der Unternehmensleitebene haben wir dann solche Systeme wie das MES, das Fertigungsplanung und Steuerungssystem, und das PDM-System, das sind dann die Fertigungsleitebene, und die verbindet die Wertschöpfungsebene mit der Unternehmensleitebene, und die müssen miteinander kommunizieren. Und das ist die Herausforderung, die ich im Bereich der Digitalisierung habe. Und das wird damit, denke ich, jetzt relativ schnell klar, steht immer in Verbindung mit einer unternehmensspezifischen Lösung, weil die Randbedingungen und die Anforderungen überall unterschiedlich sind. Kommen wir zum Handlungsfeld Produkte. Das ist das vierte. Da möchte ich jetzt einfach nur einen ganz kleinen Einblick dazu geben. Das ist nur ein Auszug. Da gibt es ganz viele verschiedene Beispiele, die Stand heute im Bereich der Werkzeug- und Formenbauunternehmen schon umgesetzt sind. Eins ist natürlich das Thema intelligentes Bauteil oder auch, was man immer wieder hört, dann im weiteren Sinne digitaler Zwilling. Das heißt, ich möchte an mein Bauteil Intelligenz dranbringen. Intelligenz über Auftragsinformationen, sämtliche fertigungsrelevante Informationen, die direkt am Bauteil dranhängen, Informationen über Rohteil, Abmaße, Materialeigenschaften, die ganzen Fertigungsstrategien in C-Programme, wie stelle ich das Bauteil her, in welcher Arbeitsabfolge, die Arbeitspläne, mit welchen Werkzeugen wird das Ganze denn gefertigt, wie wird das Werkzeug aufgespannt, wie wird das Ganze palettiert, wann und wo wird es auf welcher Maschine bearbeitet, wie ist denn überhaupt der Projektfortschritt, wo steht denn das Bauteil wann, wo wird das Bauteil gelagert, wie ist die Logistik, welches Bauteil findet sich wann, wo, an welcher Stelle und wo kann ich das abholen. Bis zu dem Zeitpunkt hinterher, dass ich dann noch sagen kann, ich habe darüber hinaus meine Betriebsdaten erfasst, meine Maschinendaten erfasst und ich habe natürlich auch hier sämtliche Informationen, um das Bauteil auswerten zu können. Das heißt, an welcher Kostenstelle habe ich wie lange für was benötigt, das ich dann für meine Nachkalkulationen im Nachgang auch wieder benötige. Also alles Informationen, die ich an so ein Bauteil ranbringen kann, und dafür gibt es verschiedene Methoden. Herr Brocke würde sagen, da gibt es einen ganz tollen RFID-Chip dafür, den man natürlich irgendwie ins Bauteil heranbringen kann, um diese Informationen zu verlinken. Das geht genauso auch über einen Barcode. Also es hängt ein bisschen über die Struktur oder über die Technologie ab, die ich dafür verwende. Wichtig ist, diese Informationen kann ich abrufen über einen Handscanner. Ich kann sie abrufen über mobile Endgeräte, indem ich das Ganze einfach vielleicht mit dem Foto erfasse, im QR-Code erfasse, oder aber natürlich auch über Viewer-Systeme direkt, die in der Fertigung sind. Darüber kann ich diese Informationen abgreifen. Es ist nur eine Verlinkung zwischen Datenbanken. Allerdings brauche ich natürlich die Informationen im Hintergrund greifbar. Gehen wir ein weiteres Beispiel, Planung und Steuerung. Maschine steht, schlechter Zustand, sind wir uns alle einig, wollen wir eigentlich nicht, sondern wir möchten, dass die Maschine läuft. Damit die Maschine vom Stehen ins Laufen kommt, müssen wir in der Zeitachse ein kleines bisschen nach vorne rücken. Und da kommen jetzt wieder die Menschen ins Spiel. Das heißt, es muss im Vorfeld irgendjemand geben, der plant und sagt, wann welches Bauteil wie auf welcher Maschine zu laufen hat. Das heißt, da wird dann ein Arbeitsplan erstellt, dort wird ein Projektplan erstellt, dort wird in einem MES-System oder vielleicht auch hemdsärmelig eine Maschinenfeinplanung durchgeführt. Das alles muss natürlich geplant werden. Ich muss sagen, wie wird das Bauteil aufgespannt, mit welchen Werkzeugen fertigt das, wo ist mein Rolling, mit welchen NC-Programmen brauche ich dafür. Denn die Voraussetzungen müssen geschaffen werden und so geplant werden, dass ich die Maschine überhaupt ins Laufen bringe. Das funktioniert natürlich nur dann schnell und einfach, wenn ich wieder mit Templates arbeite, so wie vorher in diesem Prozessbild dargestellt. Da ist die Basis wieder die Standardisierung. Und dann möchte ich natürlich im Nachgang auch die Unternehmensdatenbanken, die Punkte, da haben wir wieder die Bubbles mit dem Wissensmanagement, die Kostenstellen erfassen, die Templates optimieren, damit natürlich auch meine Planungsvorlagen, damit das schnell geht, dass ich die idealerweise immer wieder optimieren kann. Die Vernetzung spielt hier auch wieder rein, weil natürlich in diesen Schritten eine Vernetzung zwischen BDE, Betriebsdatenerfassung, Maschinendatenerfassung, der Unternehmenssteuerung und der Kalkulation erfolgt. Und in der unteren Ebene habe ich die Vernetzung zwischen CAD/CAM, Produktdatenmanagement, Unternehmenssteuerung von Beschaffungsprozess und das ganze Thema MES für Planung und Steuerung. Ein weiteres Beispiel, zentrales Element, das mir auch noch wichtig ist zu zeigen, ist das ganze Thema Datenerfassung in Verbindung mit dem Projektcontrolling. Das heißt, mit den Technologien, die uns heute zur Verfügung stehen, sind wir in der Lage, egal in welchem, über den gesamten Fertigungsprozess hinweg, Daten zu erfassen. Sei es über das Lager, über den Beschaffungsprozess, über den Fertigungsprozess, über Planung, über Steuerung, über Betriebsdaten, Maschinendaten. Das alles in Verbindung mit einem gescheiten Projektmanagement. Wie steuere ich das durch? Wie mache ich einen sauberen Kickoff? Wie mache ich ein sauberes Projekt nach Controlling? In Verbindung mit dieser Datenerfassung bin ich in der Lage, über ein Ampelsystem natürlich zu sagen, ich möchte nicht
jeden Tag oder jede Woche meine gesamte Anzahl von Projekten, die durchs Unternehmen laufen, analysieren. Ich möchte eigentlich nur eine Übersicht darüber bekommen, wie so eine Art Dashboard und sagen, okay, das sind meine Projekte, die 10 sind grün, die 2 sind gelb und die 2 sind rot. Und speziell nur bei den 2, die rot sind, dort möchte ich Maßnahmen ergreifen, oder vielleicht auch bei denen, die noch gelb sind, damit die so schnell wie möglich wieder in den grünen Bereich kommen. Das heißt, ich möchte eine Aussage darüber haben, bei welchen Projekten bin ich im Termin, im Bereich Kosten und im Bereich der Qualität in der richtigen Richtung. Und das über ein Ampelsystem auszuwerten, über den Punkt Datenerfassung in Verbindung mit Projektcontrolling und per Knopfdruck im Projektfortschritt abrufen zu können, auch das ist ein Merkmal für die Digitalisierung im Bauzeugbau. Zu guter Letzt noch als letztes Beispiel hier drin, einfach zwei Technologien. Das eine ist das Messen auf der Maschine, das den Prozess an sich wieder vernetzt, um da einfach keine Medienbrüche drin zu haben. Das ist das rechte Bild. Das linke Bild, das ist das Thema Augmented Reality. Das umschließt einen weiteren Fehlerprozess, eine Fehlerkette. Das heißt, ich habe eine Kamera, die fest verbaut ist in der Maschine, die zu einem von mir ausgelösten Zeitpunkt in Echtzeit die Realdaten mit den CAD-Daten vergleicht und überprüfen kann, ist das Bauteil richtig aufgespannt auf der Maschine. Das ist eine Fehlerquelle, die passieren kann. Sind die Werkzeuge, die ich verwende, richtig? Und bevor ich das Bauteil abspanne, auch eine Kontrolle durchführen kann, sind die Geometrien alle drin, sind die Bohrungen alle drin, sodass ich hier auch nochmal zumindest über eine optische Kontrolle viele Fehlermaßnahmen einfach nochmal ausschließen kann. Habe ich einen externen Rüstplatz, kann ich mir diese Technologie natürlich einmal zentral am externen Rüstplatz aufbauen, dann habe ich hier auch den großen Vorteil. Ansonsten ist es natürlich auch in Verbindung mit einer Maschine realisierbar. So. Das habe ich viel erzählt, nochmal auch relativ schnell, habe nur 30 Minuten zum Thema Grundlagen zu den vier Handlungsfeldern, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dass man natürlich einen klaren Plan braucht, was wollen wir, wo wollen wir denn da damit hin, was wollen wir mit der Digitalisierung erreichen, dass die Prozesse extrem wichtig sind, damit ich überhaupt in die Lage komme, diese Technologien einzusetzen, und habe das Ganze jetzt noch abgerundet mit ein paar Beispielen aus der Praxis, die wiederum, muss ich auch dazu sagen, wirklich nur ein Auszug sind. Aufgrund der Kürze der Zeit. Abschließend möchte ich noch einen kleinen Ausblick geben, wo kann ich mir denn Hilfestellung dafür holen? Und zwar haben wir im Jahr 2015 ja beim VDWF schon diesen in weiser Voraussicht einen Arbeitskreis gegründet, Werkzeugbau 4.0. Dort sind 10 bis 15 Firmen in der Regel mit dabei, die da regelmäßig mitarbeiten, bei denen wir uns über verschiedene Themen dann unterhalten und gemeinsam erarbeiten, was ist denn für die Branche praktikabel, wie können wir einsteigen, Wissen aufbauen, Exkursionen durchführen. Und wenn man den vergleicht von den Unternehmen oder den Teilnehmern, die am Anfang dabei waren und welchen Stand die heute haben, dann merkt man einfach einen Riesensprung. Also Themen im Arbeitskreis, die wir dort schon bearbeitet und abgeschlossen haben. Wir haben einen Leitfaden entwickelt für die Maschinendatenerfassung. Wir haben eine Vision entwickelt. Was bedeutet denn digitaler Werkzeugbau für uns? Was ist denn praktikabel? Die haben wir auch hier in unserem Leitfaden, den wir entwickelt haben, als Selbsttest hier auch nochmal aufgeführt, diese Vision. Kann man über die VDWF-Homepage auch direkt abrufen und auch direkt an dieser Umfrage teilnehmen. Wir haben ein Ausbildungskonzept entwickelt. Wir haben einen Leitfaden zum Thema Planung und Steuerung entwickelt, haben uns verschiedene Planung und Steuerungssysteme auch angeschaut, sind aktuell noch dabei, das Thema Standardisierung, Bauteilklassifizierung in der Tiefe zu behandeln. Wie geht man das an, weil es einfach ein wichtiger Prozessschritt für die Basis ist. Auch das ganze Thema Fehlerdokumentation, Fehlermanagement in Verbindung mit modernen digitalen Technologien ist ein aktuelles Thema, und das Thema Förderungen. Auch das ist ein aktuelles Thema, mit dem wir uns befassen. Neue Mitglieder sind gerne erwünscht. Voraussetzungen dafür, die dort mitarbeiten. Es ist nichts, wo man reinsitzt und sich berieseln lässt, sondern es ist ein Arbeitskreis, wo man bei den 3 Arbeitsterminen unterjährig immer nur die Ergebnisse vorstellt, und die Teilnehmer sind in Arbeitsgruppen aufgeteilt zu den Hauptthemen dazu, und die arbeiten dann zwischen den Arbeitskreisterminen ihre Themen weiter und stellen die Ergebnisse nächstes Mal vor. Also der Wunsch ist einfach gerne, sich daran zu beteiligen, aber eben auch mitzuarbeiten. Das ist also ein bisschen die Voraussetzung dafür. Ein weiterer Punkt, man kann sich natürlich auch im Bereich Marktspiegel Werkzeugbau, auch der ist natürlich darauf ausgelegt, sich Anhaltspunkte zu holen, wo habe ich Stärken, Schwächen, in welche Richtung gehen die Trends der Branche denn überhaupt, wo muss ich mich hinentwickeln, und dann haben wir vielleicht eine kleine Eigenwerbung zum Schluss, jetzt bei uns im Thebes Consulting haben wir natürlich auch schon sehr viele Projekte in dem Umfeld durchgeführt, und da vielleicht eine Neuerung, seit gestern ist unsere eigene Webpage
online. Das müsste nicht tebis.consulting heißen, sondern tebis-consulting.com. Muss ich gleich noch korrigieren. Dort kann man sich unter anderem auch kostenfreie Tools runterladen für einen ersten Einstieg in eine einfache Maschinenfeinplanung mit Outlook. Da ist ein Leitfaden beschrieben, wie man das hemdsärmelig realisieren kann. Man kann sich ein Excel-Tool runterlassen, mit dem man ganz einfach in einem ersten Schritt, natürlich nicht vergleichbar mit einem MES-System, aber man kann dort eine Kapazitätsauslastung, Ressourcenauslastung sehen, Maschinenstundensatzrechner, viele andere Dinge. Man sieht ein bisschen, wie wir arbeiten, sind ein paar Projektbeispiele da drin, relativ klar und einfach dargestellt. Also auch hier kann man sich ein paar Anregungen zum Digitalisierung im Werkzeugbau holen. Somit bin ich jetzt in aller Schnelle durch und ich denke, wir haben noch Zeit für Fragen. Erstmal dir vielen lieben Dank, Jens. Super Zusammenfassung. Klasse. Wir haben tatsächlich die erste Frage schon im Chat. Der Herr Schmid fragt, ist Messen auf der Maschine wirklich sinnvoll? Ein eventueller Fehler in der Spindel wird somit auch beim Messen nicht erkannt, oder irre ich mich? Genau, dafür ist das Bauteil halt exakt genauso aufgespannt, wie es da ist. Es gibt viele Für und Wider. Auch das ist ein Punkt, mit dem man sich einfach mal befassen muss. Ich denke, das ist auch ein bisschen bauteilspezifisch. Das hängt auch ein bisschen an der Technologie, die mir zur Verfügung steht, an den Hilfsmitteln, die mir zur Verfügung stehen. Und dort kann ich auch wiederum nur empfehlen, dass man sich einfach mal mit den Firmen auseinandersetzt, die dort schon Erfahrung damit haben und darüber diskutiert. Und sowas passiert natürlich unter anderem im Arbeitskreis, unter anderem im VDWF-Netzwerk, wo man sich über solche Dinge austauschen kann. Also ich kenne genug Beispiele, die setzen das sehr erfolgreich ein, dieses Messen auf der Maschine. Okay, ich gucke mal in die Runde. Gibt es da noch weitere Fragen? Wer streckt? Wer winkt? Ich glaube, der Hans greift nach dem Mikrofon, wenn ich es richtig sehe. Warte mal, Hans, du musst da. Entschuldigung, warte mal, ich muss mein. Jetzt ist an. Okay. Ja, also Hans, Oberkalmsteiner Firma Engel, Werkzeugbau. Also, ihr habt jetzt Telefon. Also, wir haben ja mit dieser Digitalisierung der erste Gedanke 2006 begonnen, haben dann die Digitalisierung und Automatisierung 2009, 2010 definitiv realisiert. Und ich möchte meine Erfahrung oder unsere Erfahrung war die, dass natürlich alle Mitarbeiter am Anfang also sehr, sehr skeptisch waren und alle gesagt haben, also wir würden ihr Spins, das können, das ist nicht realisierbar und so weiter. Und heute, 10 Jahre nachdem wir mit der Digitalisierung, Automatisierung begonnen haben, möchte wahrscheinlich kein Mitarbeiter mehr auf diese Technologie verzichten. Aber das, was ich jetzt Jens fragen möchte, das ist, also wir haben jetzt eine komplett automatisierte Linie, also eine, wo wir Bauteile einrichten, einmessen und dann erodieren, fräsen, Elektroden fräsen und alles, also eine lineare Automatisierung. Aber das, was ich halt in letzter Zeit beobachte, das ist einfach, dass viele sich nicht mehr über diesen Schritt hinweg trauen und auch die Voraussetzung nicht haben, weil man kann ja nicht im Stehgreif alle Maschinen austauschen und so weiter. Und also wo geht der Trend jetzt hin? Ist der Trend, die Automatisierung eher maschinenbezogen, dass man einfach eine Erosionsmaschine automatisiert, Fräsmaschine automatisiert und so weiter? Oder geht der Trend in die komplette Richtung Automatisierung? Also auch da kann ich jetzt keine klare Antwort dazu geben. Warum? Weil das Ganze ein klein wenig davon abhängt, wie möchte ich mich strategisch aufstellen, wie möchte ich mich als Unternehmen positionieren, wo möchte ich mich hinentwickeln in der Zukunft. Und wenn ich jetzt weiß, dass ich bei euch zum Beispiel im Bereich Druckusformen dort für einen, zwei, drei, vier, fünf Kunden für eine spezielle Branche
mich vielleicht auf eine gewisse Produktgruppe spezialisieren möchte, dort einen Schwerpunkt setzen möchte im Bereich Lieferzeit, im Bereich Kosten, im Bereich Loyalität, Zusammenarbeit, dann hat es eine andere Auswirkung, wie ich mich technologisch und automatisiert aufstelle, wie wenn ich sage, eigentlich arbeite ich lieber für 100 Firmen und nehme an, was kommt und stelle mich eher flexibel auf dafür. Dann muss ich mich, also bei dem ersten Schritt bin ich in der Lage, mehr Technologien miteinander vernetzen und auch zu automatisieren. Bei dem anderen muss ich mich ein kleines bisschen flexibel aufstellen. Von dem her steht und fällt es wirklich ein bisschen in die Richtung, in die man sich entwickeln möchte. Vielleicht noch als Frage, wo geht der Trend hin? Also der Trend geht schon dahin, dass sich sehr viele Unternehmen automatisieren. Er geht, denke ich, bei vielen Firmen, speziell im Firmenbau in Richtung automatisierte Zelle in Verbindung mit Vernetzung mehrerer Technologien. Das Gros, mit dem die meisten Firmen allerdings einsteigen, das ist tatsächlich, dass man einzelne Technologien für sich automatisiert und vielleicht mal zwei oder maximal drei Maschinen miteinander verkettet. Ja, wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass also die komplette Automatisierung, also ich habe das schon einmal erwähnt, wie wir da begonnen haben, das war ein Ingenieur aus Schottland, der war bei Cimatron und der hat uns immer erklärt, hat immer gesagt, ja, ihr müsst so, dass, also die Gedanken müssen so sein, dass jedes Bauteil, und wenn es noch so kompliziert ist, so auf einen Standard heruntergebrochen werden muss, damit es standardisiert werden kann. Und das ist wirklich die entscheidende Aussage, dass man das wirklich kann. Aber was wir halt die Erfahrung gemacht haben, dass es, wir haben zuerst immer geglaubt, wir müssten alles in diese Automatisierung hineinbringen. Wir müssten Auswerferplatten hineinbringen, wir müssten jedes Teil in diese Automatisierung hineinbringen. Und das ist halt ein Trugschluss. Man muss wirklich gut entscheiden, welches Bauteil ich wirklich automatisiert fertigen möchte, weil ansonsten ist die Gefahr, dass ich mich einfach so stark, zum Beispiel ich bringe eine Auswerferplatte hinein, dann muss ich so einen großen Aufwand betreiben, dass ich das nicht dass das nicht mehr rentabel ist. Und das ist, haben wir zuerst den Fehler gemacht, dass wir alles automatisieren wollten und heute nur mehr wirklich Teile automatisieren, wo sich das auch dann auszahlt. Das ist meiner Ansicht sehr wichtig. Genau, also erst den Plan machen und dann die Umsetzung. Halte ich genauso auch für wichtig, ja. Gut, noch jemand, der die Hand hebt? Scheint nicht der Fall zu sein. Ich habe vielleicht. Wie nennt sich der Fachausdruck für die optische Qualitätskontrolle? Das nennt sich Augmented Reality. Augmented Reality. Gibt es zwei Technologien im Moment, die man im Werkzeug- und Formbau sehr gut einsetzen kann. Die eine kommt von der Firma Diota und die andere kommt von Faro. Nennt sich Visual Inspect. Hans nochmal? Ja, ich möchte dich, Jens, nochmal fragen. Ihr wart ja auch bei uns mehrmals in der Firma. Also diese Vernetzung. ERP und eben die Automatisierung. Also wir fahren derzeit ja ein komplett zweigleisiges System, also einmal das ERP-System und einmal das automatisierte, wo wir automatisiert fertigen. Und da haben wir halt zum Beispiel ein simples Problem, zum Beispiel ist, dass im ERP-System wird einem Teil ein Einnahme zugeordnet und dann in der automatisierten Fertigung muss dann das Teil wieder bekommt einen anderen Namen und so weiter. Also hier die Durchgängigkeit, dass man zum Beispiel auch, wie du gesagt hast, in der Planung und dann im Laufe der Konstruktion und so weiter, sehen wir immer wieder, dass zum Beispiel ein Bauteil, das nur gefräst werden muss, ein Bauteil, das nur das gefräst und EDM gemacht werden muss, das gehärtet werden muss und so weiter. Und da ist im Vorfeld diese Entscheidungen und das muss immer wieder umgebaut werden. Also im Laufe dieser Prozesse muss es immer umgebaut werden und das bringt
wirklich in der ganzen Vernetzung relativ große Probleme. Also die Verknüpfung von ERP und dann in der automatisierten Fertigung. Und dann auch wieder in der Rückmeldung von den Maschinenstunden und so weiter und so fort. Also das ist, diese Durchgängigkeit ist sehr, sehr schwer zu realisieren. Genau, und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, dass es tatsächlich unternehmensspezifisch ist. Das heißt, ihr habt jetzt da sehr spezielle Anforderungen, die vielleicht ein anderes Unternehmen nicht in der Art und Weise hat. Und deshalb wirklich die Empfehlung, es gibt keine Blaupause, die ich irgendwie drüber ziehen kann, sondern ich brauche im Vorfeld einen klaren Plan, wo möchte ich mich hinentwickeln und mir dann Klarheit darüber zu verschaffen, wie hilft mir, um diesen Plan zu realisieren, die Digitalisierung und die digitalen Technologien. Und wie fange ich damit an? Und da auch nicht zu viel auf einmal, sondern wirklich Schritt für Schritt. Wie gesehen, man braucht ein paar voraussetzende Prozesse. Die sollten wir im allerersten Schritt tun, wie das Thema Prozesssicherheit sicherstellen, wie das Thema Standardisierung, den Planungsprozess gedanklich im Unternehmen erstmal zu haben, bevor ich auf die Tools und auf die Digitalisierung eingehe. Das sind so Hausaufgaben, die man auf jeden Fall machen muss und dann parallel dazu wirklich einen Plan entwickeln. Wo stehe ich heute? Wo stehe ich in 5 Jahren? Welche Technologien helfen mir weiter und welche Schritte baue ich auf? Und wenn wir über die Vernetzung reden, reden wir auch über das, was du gesagt hast, über ERP, über MES, dann muss klar sein, wie müssen diese Systeme miteinander kommunizieren, was mache ich wo, welche Informationen müssen hin und her geschoben werden, und das sind alles so Dinge, die muss man erstmal klar definieren, bevor man dann hinterher in die Umsetzung geht. Jens, für dich zur Info, wir hatten in Spitzenzeit 60 Teilnehmer heute dabei beim 11-Uhr-Loch. Nochmal vielen Dank für den Vortrag. Und ich würde anschließend vielleicht noch kurz die Frage an dich richten. Wir haben, muss ich kurz nachgucken, dass ich nichts Falsches sage, am 14. Mai abends eine Spätschicht angesetzt. Das war eigentlich eine Veranstaltung, die wir gemeinsam in Lohne machen wollten im März. Die ist dann Corona zum Opfer gefallen. Und wir haben gesagt, wir holen jetzt am 14. Mai am Abend diese VDBF und TEBIS Spätschicht nach. Vielleicht kannst du noch kurz in 2, 3 Sätzen sagen, was die Teilnehmer da erwartet am 14. Mai. Genau, also wir verlagern jetzt dieses Konzept auch komplett auf online, einfach weil die Nachfrage auch da war, als sie gesagt haben, also das Ziel war, oder das Ziel ist bei diesem Network-Event, Anregungen zu geben, wie man jetzt in der aktuellen Marktlage, in der Wirtschaftslage, auch im Bereich der Digitalisierung, wie man sich dort aufstellt, und wollen dort vor allem auch Stimmen von Unternehmen hören, die das umgesetzt haben. Das heißt, wir haben 2 Vorträge. Der eine kommt von Philipp Schwinn aus dem Bereich modernen Formelbau, das ganze Thema ein bisschen Veränderungsprozess in Zeiten Digitalisierung. Und der andere vom Jens Buchert, von Walter Formen, der darüber berichtet, wie er aus einem sehr konservativen Werkzeugbau, wo ein bisschen Investitionsstau da war, jetzt Schritt für Schritt vorangeht, um seine Vision eines zukunftsfähigen, digitalen, modernen Werkzeugbaus zu realisieren. Und dort wollen wir uns natürlich darüber unterhalten, wollen diskutieren. Es sind 2, 3 Vorträge dabei, und die Teilnehmer, die sich anmelden auf der tebis.com Homepage, kann man sich dazu anmelden. Die kriegen dann auch im Vorfeld noch ein kleines Überraschungspaket zu wissen. Das klingt spannend. Dann würde ich noch kurz zur Rückmeldung aus dem Chat ein paar Meldungen. Der Ingo Kuhlmann schreibt, toller Vortrag. Danke, Jens. Kann leider die Diskussion nicht bis zum Ende verfolgen. Der Sven schreibt, sehr interessanter Vortrag. Vielen Dank dafür. Der Carsten schreibt, danke für den interessanten Vortrag. Der Oliver schreibt, danke für den spannenden Vortrag. Markus schreibt, vielen Dank. Waren einige gute Impulse dabei. Jetzt höre ich auch davon noch mehr irgendwas schreiben. Ihr könnt ja den Daumen hochheben oder den Knopf drücken und im Ganzen Feedback geben, wie es fand, die halbe Stunde. Schaut einfach mal auf vdbf.de rein unter Termine. Wir haben viele neue Themen, total breit gefächert. Es werden täglich mehr. Einfach reinchecken. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund. Auf bald. Alles aber. Genau. Viel Spaß und ciao, ciao. Ja, ja.